Hallo, meine Damen und Herren. Heute wollen wir anhand einiger angenommener Geschäftsvorfälle die Differenzierung zwischen Leistungen, also Grundleistungen oder kalkulatorischen Leistungen einerseits, und neutralen Erträgen, also betriebsfremden, außerordentlichen oder periodenfremden Erträgen andererseits üben. Natürlich kann auch bei dieser Übung der entsprechende Geschäftsvorfall weder Leistung noch neutrale Erträge darstellen. Aber auch das müssen Sie erkennen. Erstens, nehmen wir im ersten Geschäftsvorfall an, der Wert des Rohstofflagers erhöht sich infolge von Preissteigerungen um 80.000 Euro über den Anschaffungswert hinaus. Um was handelt es sich? A. Leistung oder neutraler Ertrag? Leider ist Ihre Antwort falsch, denn bedenken Sie, es ist bisher nichts passiert, was eine Leistung oder einen Ertrag rechtfertigen könnte. B. Weder Leistung noch neutraler Ertrag? Richtig. Es hat sich bisher nichts ereignet, was eine Leistung oder einen Ertrag rechtfertigen könnte. Erst wenn diese Rohstoffe verbraucht werden und sich die Preissteigerung dauerhaft durchsetzen würde, müsste man darüber nachdenken, den Rohstoffverbrauch mit den über den Anschaffungswerten liegenden Beträgen als Anderskosten in die Kostenrechnung mit aufzunehmen. Das hat aber mit der hier vorliegenden Frage, ob es sich um Leistung handelt oder nicht, nichts zu tun. Zweitens, im zweiten Geschäftsvorfall betrachten wir Mieteinnahmen in Höhe von 18.000 Euro aus der teilweisen Vermietung des Verwaltungsbaus an eine andere Firma. Worum handelt es sich diesmal? A. Leistung? Leider falsch. Denn dieser Geschäftsvorfall hat nichts Betriebsbedingtes an sich. Vielmehr wird freier Raum an einen beliebigen Dritten vermietet, was nichts mit dem eigentlichen Betriebszweck des Unternehmens zu tun hat. Daher darf dieser Vorfall nicht als Leistung in die Kostenrechnung einfließen. B. Neutraler Ertrag? Richtig. Da dieser Geschäftsvorfall nichts mit dem eigentlichen Betriebszweck zu tun hat, nichts mit dem Betriebszweck des Unternehmens, handelt es sich um neutralen Ertrag. Drittens, im dritten Geschäftsvorfall werden Fertigerzeugnisse im Wert von 45.000 Euro gegen Rechnung verkauft. Worum handelt es sich diesmal? A. Leistung? Richtig, denn dieser Geschäftsvorfall beschreibt den eigentlichen Betriebszweck des Unternehmens. B. Neutraler Ertrag? Leider falsch, denn dieser Geschäftsvorfall beschreibt den eigentlichen Betriebszweck des Unternehmens. Viertens, im vierten Geschäftsvorfall nimmt ein Kunde eine Anzahlung bei Auftragserteilung vor. Es handelt sich um ein größeres Projekt, weshalb der Kunde 120.000 Euro überweist. Die Restzahlung wird durch den Kunden erst nach erfolgreichem Abschluss der Lieferung und Inbetriebnahme der beauftragten Anlage vorgenommen. Worum handelt es sich? Leistung oder neutraler Ertrag? Das stimmt leider nicht. Denn es ist der bisher Leistung oder neutraler Ertrag? Das stimmt leider nicht. Denn es ist ja bisher außer der Vertragsunterzeichnung und dem Geldfluss vom Kunden zum Unternehmen hin nichts passiert. In der Liquiditätsrechnung und der Bilanz wirkt sich dieser Geschäftsvorfall aus, nicht allerdings in der Kostenrechnung. Dort findet das Ganze erst dann seinen Niederschlag, wenn tatsächlich etwas geleistet wurde. B. Weder Leistung noch neutraler Ertrag? Richtig, so ist es. Da bisher nur ein Vertrag unterschrieben wurde und Geld geflossen ist, handelt es sich weder um eine Leistung noch um neutralen Ertrag. Fünftens, im fünften Geschäftsvorfall geht es um den Verkauf eines gebrauchten Pkw. Nehmen wir an, dieser Pkw hat noch einen Buchwert von 5.000 Euro. Aufgrund der guten Pflege und der hohen Nachfrage nach diesem Modell kann am Gebrauchtwagenmarkt noch ein Erlös von 7.000 Euro erzielt werden. Worum handelt es sich? A. Leistung?
Leider nein. Denn es gehört nicht zum Betriebszweck eines Unternehmens, es sei denn, man ist Gebrauchtwagenhändler, gebrauchte Fahrzeuge zu verkaufen. Daher kann es sicher nicht um eine kostenrechnerisch zu berücksichtigende Leistung gehen in diesem Fall. B. Neutraler Ertrag. Richtig. Die 2000 Euro, die über dem Buchwert am Markt erzielt werden, stellen einen neutralen Ertrag dar. Denn sie haben nichts mit dem eigentlichen Betriebszweck des Unternehmens zu tun. Sechstens. Im sechsten Geschäftsvorfall wird eine Sachspende aus der eigenen Produktion mit Herstellkosten in Höhe von 2000 Euro an eine gemeinnützige Stiftung getätigt. Worum handelt es sich dieses Mal? A. Leistung. Richtig. Es handelt sich in diesem Fall um eine Eigenleistung, die man auch als Zusatzleistung betrachten kann. Schließlich hätte das entsprechende Produkt auch verkauft werden können. Es liegt also eindeutig eine Leistung vor. Dass dieser Geschäftsvorfall buchungstechnisch auf der anderen Seite als betriebsfremder Aufwand angesehen wird, ist bei der zugrunde liegenden Fragestellung nicht relevant. B. Neutraler Ertrag. Leider falsch. Vielmehr wurde hier eine Leistung erbracht, für die der Empfänger nur nichts gezahlt hat. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weiterhin viel Erfolg und bis zu unserem nächsten Screencast. Tschüss! Thank you.